So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich mache heute ein Video. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich bin ein bisschen schlapp von der Hitze, die macht mir ein bisschen fertig. Aber es gibt ein Thema, das hat mich doch jetzt ein bisschen beschäftigt. Da wollte ich jetzt noch mal kurz drüber reden. Also, ich wollte eigentlich auch nicht mehr politisch werden und versuche eigentlich immer weniger, mich um politische Themen zu kümmern. Weil es ja doch immer ziemlich aufreibend ist und es ist auch immer, ja, wie soll man sagen, es hat ja immer dann auch mit Streit und zu tun und Konflikte. Und ich versuche das ja größtmöglich zu vermeiden, aber jetzt gab es doch was, was ich sage, da muss ich doch irgendwo mal Stellung beziehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk kennt. Ich kann es mal hierher filmen. Das heißt, gefährliche Allianz, grüne Esoterik und braune Philosophie. Grüne Esoterik und braune Philosophie. Ja, ich habe mir die Dokumentation angeschaut und muss sagen, okay, es ist ein bisschen wenig differenziert worden in der Dokumentation. Also die Doku lässt doch irgendwo so einen Eindruck, falschen Eindruck vermitteln von der ganzen esoterischen Bewegung, dass die doch alle rechts unterwandert werden von Reichsbürgern und von Verschwörungstheoretikern ziemlich ja, unterwandert ist. Und ja, also ich finde es jetzt ein bisschen so einseitig, man hätte ein bisschen mehr differenzieren können, aber was tatsächlich stimmt, ist, dass es diese Kräfte gibt, ja, diese Reichsbürger, diese Verschwörungstheoretiker, diese Antisemiten, die tatsächlich versuchen, die Bewegung zu unterwandern und zum Schaden. Ja. Im Prinzip, was heißt Esoterik? Esoterik heißt eigentlich so im inneren Kreis seine Spiritualität im Inneren finden, ja, in einem engeren Personenkreis eigentlich ursprünglich, ja. Esoterik, Spiritualität, Mystik, das alles hängt immer alles ein bisschen zusammen. Es geht um einen Glaube an das Göttliche, eine göttliche Wahrheit und den tieferen Sinn, den Sinn des Lebens und hebt sie eben ab von der kühlen Rationalität der Naturwissenschaft. Ja. Und rechtes Gedankengut und Spiritualität ist erstmal für mich meines Erachtens gar nicht vereinbar. Warum? Weil in der spirituellen Lehre ist es einfach so, dass alle Menschen Brüder sind, ja, Brüder und Schwestern. Es gibt keine Unterschiede zwischen Menschen, die sind eigentlich alle gleich, die sind alle Geschöpfe Gottes oder des Universums oder der Göttlichkeit, wie man so will. Also es gibt eigentlich gar keine Deutschen, es gibt keine Griechen, es gibt keine Flüchtlinge oder sonst was, sondern wir sind alles Menschen. Ja. Und Flüchtlinge sind einfach Menschen, die Hilfe brauchen. Ja, ganz einfach. Und dann ist nur die Frage, ob wir denen helfen oder nicht. Ja. So, das mal zum einen. Ja. Ich war früher auch, ja, was ich noch sagen wollte, bei den ganzen Verschwörungstheoretikern, da geht es ja dann auch immer um Feindbilder. Ja. Auch das ist mit der Spiritualität nicht vereinbar irgendwo, weil man doch eigentlich alles, was dann passiert, ist ja irgendwo auch die Strafe oder auch das Ergebnis eines Fehlverhaltens. Ja. Wenn mir was Böses passiert oder wenn ich von bösen Mächten regiert werde, dann ist das, kommt das Üble ja doch irgendwo erstmal von mir. Also muss ich erst noch mal nach mir schauen. Ja. Also auch mit diesen Feindbildern, ja, ist schon so, also eigentlich mit der Spiritualität nicht wirklich vereinbar, dass da irgendwelche böse Mächte irgendwie uns regieren und uns ausbeuten. Ja, dann ist ja immer dann auch die Rede von NWO und Freimaurern und so weiter. Ja, ich war früher auch, ich war früher sehr so Anti-Illuminati, ja, ich war eigentlich auch so, kann man sagen, Verschwörungstheoretiker. Und habe über die Freimaurer geschimpft und über die Illuminaten und dass sie an allem schuld wären. Aber dann bin ich mal irgendwann mal drauf gekommen und habe mal überlegt, Mensch, ich schimpfe über Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja? Warum eigentlich? Ja? Vielleicht können die von diesen Leuten auch mal was lernen, zum Beispiel. Ja? Auch die Freimaurer haben eine Mystik, auch die Freimaurer haben eine Spiritualität. Ja? Auch da gibt es Bücher, auch da kann ich was rausziehen und was lernen. Und ich hab dann einfach andere Ansichten bekommen, ja. Und schon weil einfach viele Rechten und Nazis Freimaurer als Feindbild haben, sind die eigentlich für mich schon wieder interessant, ja. Oder beziehungsweise schon im ersten Moment erst schon mal sympathisch.
Ja, weil niemand hat der Welt und auch mir in meinem Leben so viel Unheil und so viel Leid gebracht, wie die Nazis mit ihrer menschenverachtenden Ideologie. Das ist für mich ganz klar. Die Bösen sind nicht die Freimaurer. Ja? Die Bösen sind die Nazis. Die haben Deutschland und Europa in Schutt und Asche gelegt. Die haben Millionen Menschen umgebracht. Grund dafür war ihre menschenverachtende Ideologie, die sie ins Volk getragen haben. Ja? Und solche menschenverachtende Ideologie haben die Freimaurer nicht. Ja? Freimaurerwerte sind Freiheit, Humanität, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also so ähnlich wie in der Französischen Revolution, das sind die Werte, also die Werte des Humanismus, ja, vertreten die Freimaurer. Ja. Und wie gesagt, ich habe mich dann auch mit den Freimaurern auch mal länger beschäftigt. Und inzwischen bin ich sogar der Überlegung, ob ich nicht Mitglied bei den Freimaurern werde, weil ich kann da einfach viel lernen. Ja. Und genauso die NWO. Ich finde die NWO eigentlich nicht schlecht. Was ist denn die NWO? Die neue Weltordnung möchte, dass sich die Staaten, dass die Staaten aufgehoben werden und dass wir Menschen alle in einer Menschenfamilie aufgehen. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja? Das ist ja eigentlich das, was ja auch die Spiritualität will. Dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Menschen, keine Nationen mit den ewigen Konflikten, ja? Sondern dass wir die Nationen aufheben und eins werden. Ja? Ja, und ich finde das Prinzip, was soll da schlecht sein? Also ich finde da überhaupt nichts Schlechtes. Es ist eine antinationalistische Idee, die NWO. Ja? Und ich finde, mich letztendlich auch unterstützen will. Also wie gesagt, also ich überlege mich, ob ich Mitglied bei den Freimaurern werde. Ja? So, ja, also wie gesagt, nochmal zurück zu diesen ganzen Reichsdeppen und diesen ganzen rechten Verschwörungstheorien, Theoretikern, die da versuchen, die spirituelle und esoterische Bewegung zu unterwandern. Mein Aufruf an alle Esoteriker, Weltse, Philosophen, Spirituelle, klar, also wirklich klar, putz, klar Stellung beziehen, ja, klare Distanz ist ganz arg wichtig, ja. Weil diese Leute versuchen, diese ganze Bewegung zu zerstören, ja, kaputt zu machen. Ja. Mit ihrer Hetze, mit ihrem antisemitischen Scheißdreck, was sie da verbreiten und so weiter. Ja, das mal so weg zu dieser ganzen Reichsbürger-Ideologie möchte ich mal sagen, mir ist es scheißegal, ob irgendjemand das Knüppel über mich schwingt, egal ob das jetzt die Bundesregierung ist oder eine Reichsregierung, ja, es ist doch völlig egal. Es ist doch Schnurz. Ob jetzt das Grundgesetz die deutsche Verfassung ist oder ob das jetzt einfach von den Alliierten uns gegeben worden ist oder nicht, das ist doch ein Leute, das ist doch scheißegal. Ja. Guckt euch doch die Leute an, diese ganzen Reichsbürger, diese ganzen Schwätzer, ja, wie Adrätze anzogen sind, ja. Diese ganze Rüdiger Claessens und diese ganzen, was weiß ich, Hagen Grell und so, wie Adrätze dem anzogen sind, moderne Brille, tolle Kleidung, von denen ist doch keiner Hartz-IV-Empfänger. Was wollen sie denn? Was wollen sie denn? Die haben doch in dem Besatzungsstaat, also in diesem BRD-Konstrukt, was sie da meinen, haben sie doch gut, leben sie doch ganz gut. Ihnen geht's doch gut, was wollen sie denn? Das ist doch gar nicht glaubwürdig, ja, was sie da vertreten und wie sie rüberkommen. Das ist für mich nicht glaubwürdig. Ich würde jedem von diesen Leuten mal eins raten, ja. Wenn ihr wirklich meint, dass Deutschland von den Alliierten immer noch besetzt ist, ja, was totaler Schwachsinn ist. Ich sehe jetzt hier keine Ami-Truppen, die da haben jetzt patrouillieren, hier Türen einschlagen, Leute verhaften. Sehe ich nicht, ja. Das haben die Nazis gemacht in ganz Europa. Die Wehrmacht, ja. Also ich sehe hier keine Besatzung. So. Und nochmal, wenn es denen nicht passt hier, wenn sie meinen, es geht ihnen schlecht, ja, dann gebe ich ihnen den Rat, wandert's doch aus. Sucht euch ein Land, ja, dort vielleicht, wo ihr eh schon Urlaub macht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Spanien, Mallorca, Italien, Griechenland oder Ägypten, ja, oder Thailand, ja, sucht euch so ein Land aus, ja. Wandert's aus, sucht euch da einen Job oder kauft da ein Stück Land oder wie immer, wenn ihr Geld habt, spart ihr das Geld zusammen, ja. Und dann habt ihr einen Staat, der eine Verfassung hat, ja, und eben kein BED-Konstrukt ist von den Alliierten und da habt ihr dann alles. Das wäre die Lösung. Also, ich meine, es ist ja gar nicht so böse gemeint, dass ihr jetzt sagt, hey, Reichsbürger, verpisst euch aus Deutschland.
So böse ist es jetzt nicht mal gemeint. Ich sag mal, ich selber spiele auch mit dem Gedanken auszuwandern. Aber aus anderen Gründen, weil ich mal sage, bei mir ist es halt, ja, es geht halt, ich habe halt da die Sonne, ich habe halt auch freundlichere Menschen und ja, vor allem bei mir ist es vielleicht der Grund, dass ich auch sage, ich will raus aus Deutschland, weil wenn das mit der AfD so weitergeht und der Bundestag einzieht, dann ist Deutschland sowieso nicht mehr mein Land, ja. Also, es wirklich, ich meine, es ist okay, wenn man Sachen kritisiert, es ist okay, es gibt auch Missstände, es gibt Sachen, die nicht in Ordnung sind und die man verbessern müsste, das will ich ja gar nicht sagen. Wie gesagt, kämpfe auch gegen das Hartz-IV-System, die Sanktionen bin ich auch dagegen, ich finde es nicht gut, ja. Aber es wird halt problematisch, wenn jemand damit anfängt zum sagen, oh, Deutschland ist eine GmbH, oh, wir sind von den Alliierten besetzt, oh, ja, und es ist kein freies Land mehr und so, und diese ganzen Verschwörungstheoretiker und die Freimaurer sind schuld und die Juden sind an allem schuld. Also da wird es halt problematisch, ja. Das sind Verschwörungstheorien, die auch zu, da wo auch Vernichtungsfantasien dabei sind und das führt eben dazu zu Hass und zu Menschenverachtung und das hat für mich in der spirituellen Szene einfach nichts zu tun. So, also wie gesagt, nochmal mein Aufruf an alle Esoteriker, klare Kante zeigen und euch nicht hinter dem verstecken, dass ihr alle unpolitisch seid, weil wenn ihr dem zuschaut und wenn ihr da bei diesen Seminaren da das zulässt, dass da solche Leute kommen, dann macht sie euch einfach mitschuldig, weil ihr genau dieses Bild, was jetzt da in der Dokumentation gezeigt worden ist, nämlich dann quasi, ihr unternimmt nichts dagegen. Ja, und das ist einfach scheiße, finde ich. Ja, wirklich wahr. Also Augen auf und ich bin gerade am Überlegen, ob ich auch so eine Gruppe aufmache, so Esoteriker gegen rechts. Ja, das wäre zum Beispiel was. Um auch der Öffentlichkeit zu sagen, ja, es gibt Esoteriker, die das nicht wollen, was diese Rechten da mit dieser Bewegung machen. Ja. Okay, gut, viel geredet, kurze Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr diskutieren. Ja. Ihr könnt auch, wenn ihr Reichsbürger seid oder so und auch zu den Leuten gehört, könnt ihr auch mal eine Frage beantworten. Warum wandert ihr nicht aus? Ja, dann wäre alles gelöst. Dann seid ihr das BRD-Konstrukt los. Warum? Also auf diese Antwort wäre ich echt mal gespannt. Ja, also bei mir rein in die Kommentare. Wer beleidigt, Hasskommentare werden A, erstens mal gemeldet und B, dann sofort diese Person bei YouTube kann ich auch blockieren. Ja. Wird sofort blockiert, ich tue mir da gar nicht mehr lang rum. Und jetzt von dem her, wie gesagt, bin ich jetzt mal soweit fertig. Das war's soweit. Euer spiritueller Anarchist, Hohepriester der Sonne, des Lichts. Ich wünsche alles Glück, alles Liebe der Erde und bis bald.